Ist es erledigt? Ja. Hat er dir geglaubt? Ich habe keine Ahnung. Für die Gorgo. Und wir haben einen neuen Auftrag. Bringt nicht viel Geld, aber es lohnt sich trotzdem. Du warst aber fleißig. Es gehört dir. Ein Hexerschwert. Schwalbe. Oh, wunderschön. Darf ich? Nicht hier. Du wirst bald genug Gelegenheiten dazu bekommen, Hexerin. Lass es uns ausprobieren. Der dritte nördliche Krieg endete mit dem totalen Sieg des Angreifers aus dem Süden. Ohne Radovids taktisches Genie konnten die Nordländer den unzähligen Legionen Emir Bar Emreis nicht widerstehen. Schwarze Banner wehten über Novigrad und Redania. Emir Bar Emreis hatte die Überfälle durch temerische Partisanen satt und willigte ein, Temerien zum kaiserlichen Vasallenstaat zu machen. Die Rebellen legten die Waffen nieder und der Kaiser konnte seine Streitkräfte an andere Fronten schicken. Und so bekamen die Temerier, ausgerechnet durch Nilfgaards umfassenden Sieg, ihr Land zurück. Eine weitere Ironie der Geschichte. Als er mit Radovid fertig war, verfuhr Emhyr mit seinen inländischen Feinden auf die gleiche Art. Emhyrs Spione denunzierten alle, die gegen ihn konspiriert hatten. Händler, Soldaten und Aristokraten. Die Meuterei hatte das Planungsstadium zwar nie verlassen, doch der Kaiser zeigte wie üblich keine Gnade. Der Kontinent versank im blutigen Krieg, doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres. Anders als ihre Vorgänger ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land. Der Inselstaat Skellige prosperierte. Auch wenn seine einstigen Zähne abgestumpft waren. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, Thronerbin von Nilfgaard, wählte das Leben einer fahrenden Hexerin. Geralt lehrte sie alles, was er wusste, und jede seiner Fertigkeiten. Dann zogen beide allein weiter. Bald erzählte man sich von der Jaruga bis zu den Bergen Kovirs, von den glorreichen Heldentaten der aschblonden Hexerin. Auch wenn es schwer zu glauben ist, Geralt wurde endlich sesshaft. Er und Triss schufen sich ein Zuhause, warm und von frischem Kuchenduft erfüllt. Gäste waren stets willkommen, egal zu welcher Uhrzeit. Hin und wieder übernahm der Hexer einen Auftrag, eher aus Gewohnheit denn aus Not. Als Beraterin des Königs von Kovir verdiente Triss mehr als genug.